So, und wir sind live zur dritten Folge unseres Schlagwort-Podcasts und diesmal in einem coolen Setting, nämlich im Büro vom RAN Fighting Chef hier. Beste Grüße an den Herrn Jelko, besten Dank für das Asyl, das er uns hier gewährt hat in den heiligen Hallen von RAN Fighting. Und es gibt eine ganze Menge Weiß er zu davon, dass wir hier sind? erzählen. Ich glaube, das ist abgesprochen. Also, ich weiß auch nicht genau. Wir haben jetzt zumindest uns schon mal häuslich eingerichtet, ein GMC 19 Poster aufgehangen. Am 23.03. in München gibt es Käffchen ja bekommen. wieder GMC Action, ja, ein RAN Fighting Tässchen. Und du hast ein RAN Fighting Tässchen. Ich habe eins, das finde ich besonders cool, von den Planet Eatern. Shoutout an den Homie Peter Sobotta. Planet Eater Tasse, wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Warum One hast eigentlich Love. du die bekommen? Weil ich bisher noch keine hatte. Und ich ja nun Planet Eater Supporter der ersten Stunde bin. Und Peter Sobotta Supporter der ersten Stunde bin und mich freue, dass der Kollege bald eine neue Veranstaltungsserie gründet und Ja, auf die Beine stellt. stimmt, darüber können wir uns auch unterhalten. Können wir machen. Im April geht das Ganze los. Ich weiß gar nicht, ob man da schon so viel verraten darf, aber das wird ein ganz, ganz großes Projekt. Der Peter Sobotta macht eine eigene Eventserie. Kann man noch mehr zu sagen? Der Event wird in Balingen stattfinden, also in der Heimat von Peter, in B-Town, wie man auch sagt, in MMA-Kreisen. Und das wird eine, glaube ich, richtig heiße Card, wenn man den Gerüchten glauben darf. Man munkelt viel. Ja, tut man. Ich überlege gerade, der Name ist Nova FC, Nova Fighting Championships. Ja, genau. Habe ich das richtig auf der Uhr? Und wie eine Supernova wollen die dort einschlagen. Den ersten Event gibt es im April. Und da freue ich mich natürlich riesig drauf. Denn das wird auch auf RAN Fighting zu sehen sein und ich glaube, da werden einige heiße deutsche Talente drauf zu sehen sein. Aber gut, wir wollen ja hier heute nicht über Veranstaltungen sprechen, die noch gar nicht gelaufen sind, sondern erstmal über einen Event vom vergangenen Wochenende, der oder ja in der Nacht auf Montag stattgefunden hat und der die Schwergewichtsklasse der UFC so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Ja, und Du. das ein oder andere Fanherz gebrochen, Ja, auf jeden meins Fall. mit eingeschlossen. Ja. Cain Velasquez ist zurückgekommen, hat gegen Francis Ngannou gekämpft, die Abrissbirne der Division. Und ja, Cain wurde abgerissen. Jetzt ist natürlich, es ist ein bisschen schwierige Situation, denn auf der einen Seite will man Ngannou den Sieg überhaupt nicht wegnehmen, ist auch ganz klar, aber trotzdem kann man darüber diskutieren, wie viel K.O. war in diesem TKO, das da gewertet wurde. Denn letzten Endes ist Cain umgeknickt und es gab einen Schlag. Es scheiden sich die Geister. Ist er dann hingefallen, umgeknickt, wurde der Kampf abgebrochen, konnte er nicht weiterkämpfen aufgrund der Schlagwirkung oder aufgrund der Tatsache, dass er umgeknickt war mit dem Knie. Wie hast du es denn gesehen? Also, ich habe den Event live gecallt und habe im ersten Moment so reagiert, als ob er halt einen Aufwärtshaken kriegt und zu Boden geht. Und dann habe ich mir das Ganze hinterher noch ein paar Mal angeschaut. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze sieht. Das hat man ja sehr, sehr häufig. Deswegen hat man halt auch drei Punktrichter, die um den Käfig drumherum sitzen. Aber aus manchen Perspektiven sah es halt tatsächlich so aus, als ob er eher umgeknickt ist. Aus einer anderen Perspektive sah es so aus, als ob er wirklich diesen kurzen Aufwärtshaken bekommt, dadurch zusammenrutscht, kurz bewusstlos ist und sich dadurch das Knie verknickt. Es ist halt super schwer zu sagen, was da am Ende die Wahrheit ist. Also er selbst hat ja gesagt, er wurde gar nicht getroffen. Das halte ich für Blödsinn. Also man sieht eindeutig, dass er getroffen wird. Es ist nur ein ganz kurzer Schlag. Und bei jedem anderen Kämpfer aus der UFC hätte ich gesagt, naja, also an dem Schlag wird es nicht gelegen haben. So, der war viel zu kurzer Treffer. Aber Francis Ngannou ist halt ein Typ, der kann auch bei solchen kurzen Dingern so eine Kraft entwickeln, dass er, glaube ich, schon in der Lage ist, damit einen Cain Velasquez runterzuschicken. Und es ist wirklich schwer zu sagen. Was ich total interessant finde, ist, es ist im Nachhinein dann rausgekommen, da hat jemand noch so eine Szene Vom Wiegen, vom Open Workout, vom ja. öffentlichen Training gezeigt. Genau, das könnt ihr auch gerne mal googeln. Bei Twitter und YouTube findet ihr das mit Sicherheit. Und da sieht man auch, dass er ganz locker Schattenboxt und ganz, ganz kurz auf der Bühne wegrutscht mit diesem Knie. Das ist dann am Ende auch gewesen mit dem linken Knie. Ja. Und daraufhin sofort dieses Open Workout auch abbricht oder zumindest diese Sequenz abbricht. Und Und man das. sieht, er winkt direkt ab. Also das ist was, ich habe selber 7 Knie-OPs hinter mir. Ja. Und mir ist diese Art des Umknickens durchaus bekannt, aus erster Hand. Und man merkt es relativ schnell, wenn man diese Verletzungen kennt, dann merkt man relativ schnell, an welchem Punkt das uncool wird. Und man hatte das Gefühl, bei diesem Open Workout, er hat dann auch direkt, ne, abgewunken, hat gesagt, ja, okay, nee, das war's dann jetzt hier. Auch die Art, wie er sich vorher bewegt hat, das war nicht jemand, der
Selbstbewusstsein hatte in seinen eigenen Körper und in die Ja. Funktionalität seiner Gelenke. Also eben, ich würde da nämlich auch unterstellen, dass es eben nicht so war, wie er im Vorfeld behauptet hat, dass er hundertprozentig fit ist und sich besser fühlt als je zuvor, sondern dass er vielleicht tatsächlich schon mit dieser Verletzung in den Kampf gegangen ist. Also das halte ich durchaus für möglich, dass er einfach gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt so lange pausiert, wenn ich jetzt schon wieder verletzt bin, bin ich nochmal ein halbes Jahr oder so raus, dass er den Kampf einfach angenommen hat. Man weiß, dass er ein Kämpferherz ist und dass er solche Dinge auch gerne mal durchzieht. Gut, man weiß auch nicht, wann dann letzten Endes die Verletzung kam. Also, man kann sich ja auch in der Fight Week noch verletzen. Ja. Also kann Oder man bei dieser auch. Szene vielleicht, Oder beim bei dieser öffentlichen Szene, Workout, genau. Also letzten Endes, und dann zu sagen, okay, in der Fight Week zu sagen, ich blase den Kampf dann nicht ab, das kann man auch. Er ist Kämpfer, ne? Und am Ende denkt er sich, naja, ich ziehe das trotzdem durch. Alles in allem muss man sagen, ich bin mir zu 99% sicher, dass Kane nicht 100% angetreten ist. Auch glaube ich nachdem ich auch. das mit dem die Szene beim Wiegen gesehen habe. Trotzdem, wie gesagt, will man von Ngannou nichts wegnehmen. Ich glaube, dass Ngannou trotzdem sehr, sehr gute Chancen gehabt hätte, den Kampf auch zu gewinnen. Hat auch einen guten Schlag gelandet, gar keine Frage. Und ja, am Ende des Tages, schade für Kane, muss ich sagen. Der ja zeitlang wirklich an der Spitze der Schwergewichtsdivision war, der invincible ausgesehen hat, um mal das amerikanische Wort zu verwenden. Und wo man nicht wusste, okay, wer soll denn da kommen und den schlagen, ne? Naja, der aber im Prinzip genau den Fehler nochmal gemacht hat, den er damals schon gegen Junior dos Santos gemacht hat, nämlich dass er also in diesen ersten paar Sekunden einfach zu überhastet war, nicht genug aufgepasst hat. Und das hat er ja auch selber gesagt, ich bin da einfach zu früh, zu schnell reingegangen. Er wollte natürlich schnell einen Takedown suchen, ist da rangegangen an den Mann und wurde dann halt abgeschossen, hat sich halt wahrscheinlich wirklich zu zeitig in Schlagreichweite begeben. Und das ist natürlich, man sieht, selbst aus so einer kurzen Distanz kann ein Francis Ngannou eben wirklich Power entwickeln. Was ich davor aber auch sagen muss, ist, ich fand die ganze Bewegung von Cain Velasquez sah seltsam aus. Also der Kampf ging ja nicht mit diesem Knockout-Punch da los oder mit diesem Zusammenrutschen los, sondern der ging ja los mit, ich sag mal, einer kurzen Sequenz im Stand, wo Cain auch mal gekickt hat. Und das sah alles irgendwie unrund aus, fand ich. Also das sah nicht so aus wie früher. Wenn wir an den letzten Kampf von ihm denken gegen Travis Brown, da hat er nochmal einen Spinning-Hook-Kick oder einen Spinning-Heel-Kick gezeigt und solche Geschichten. Also spektakuläre Kicks, die man sonst von irgendwelchen Leichtgewichten aus dem Taekwondo kennt, hat er da technisch perfekt durchgezogen. Und das, was er da für Kicks gezeigt hat und so, das sah alles irgendwie komisch aus. Ich fand, er sah auch körperlich seltsam aus. Wir haben uns da im Vorfeld drüber unterhalten, haben gesagt, Mensch, er hat einen sehr, sehr schmalen Nacken auch gehabt und so. Also ich weiß nicht, was da in der Vorbereitung abgelaufen ist, aber ich glaube auch, dass er da nicht hundertprozentig fit angetreten ist. Ich weiß ja nicht, was ihr glaubt. Ihr könnt das ja gerne in die Kommentare auch reinschreiben, hier bei Facebook oder später dann auf YouTube, aber ich glaube, dass der hundertprozentig nicht fit in diesen Kampf gegangen ist. Böhmli schreibt, Das ist die das Mandy ist im übrigens, Handy mit der ich schon vor 2 Tagen gesprochen habe. Hey Monster, Mandy, alles gut. fragt, ob wir tatsächlich geglaubt haben, dass er den Kampf gewinnen kann. Und da muss ich sagen, ja, Ja, auf jeden ein Fall. fitter Cain Velasquez, ohne Verletzungen, so wie er in seiner Prime war, lege ich mich jetzt fest, hätte er diesen Kampf auch gewonnen. Das glaube ich Oder, auch, ja. sage ich mal, von 10 Kämpfen 7 gewonnen gegen diesen Ngannou, den wir gesehen haben an dem Tag. Weil Ngannou, und das hat er gezeigt, hat natürlich Lücken. Und Kane hat die Skills, genau an diesen Lücken anzusetzen. Aber wenn du als Kämpfer deinem eigenen Körper nicht wirklich vertrauen kannst und nicht genau weißt, okay, steht mein Knie noch da, wenn ich Ja. den Fuß wieder aufsetze, dann passiert eben genau das. Und ich glaube, dass da dieses Unrunde zum einen einen körperlichen Faktor hatte, zum anderen aber auch einen mentalen Faktor hatte. Ne? Also nach so einer Knieverletzung, es dauert ewig, bis A, das Ganze wieder hält und B, bis man auch vom Kopf her wieder das Ganze drin hat. Und das ist gar nicht damit getan, dass das Band wieder hält, sondern es ist so kleine Mikro, Muskulatur, die das Ganze stabilisiert. Und auch beim jedem Mal Aufsetzen des Beines hat man das Gefühl so, oh, knicke ich jetzt wieder um. Und das meine ich, habe ich in Kane gesehen. Auch in der Zeit davor bei den Open Workouts und so. Der sah auch, selbst in den Countdown-Videos, in den offiziellen Videos, sah er nicht so gut aus wie sonst. Ja. Und da nehmen sie ja schon nur das Beste des Besten von den Szenen. Also ich hatte schon meine Zweifel, aber das ist ganz klar, hätten wir Kane gesehen in seiner Topform, hätte ich ihm sehr, sehr gute Chancen ausgerechnet. Ja, hundertprozentig. Also ich meine, wenn man sich den Kampf mal in Erinnerung ruft von Francis Ngannou und Stipe Miocic, das ist ja im Prinzip die Blaupause davon Ja. gewesen, wie man diesem Giganten beikommen kann. Und ich meine, Miocic hat ihn sofort abgeklincht, an den Käfig gedrückt und dort im Prinzip 5 Runden lang kontrolliert. Das hätte ein Cain natürlich auch geschafft. Also der ist ja sogar noch ein Naja. besserer Ringer als Miocic. Ich glaube einfach,
Strategie war vielleicht ein bisschen die falsche. Er ist da wirklich zu früh reingegangen. Ich glaube, da hat er schon recht mit. Ich glaube auch, er war einfach nicht fit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man nun im Schwergewicht? Also Francis Ngannou gescheitert an Miocic, gnadenlos gescheitert, sang- und klanglos. Danach eine beschissene Niederlage gehabt gegen Derrick Lewis, wo wirklich überhaupt nichts passiert ist, 3 Runden lang. Dann Brachia zurückgekommen gegen Curtis Blaydes, der definitiv ein Contender war im Schwergewicht. Und jetzt mit Cain Velasquez, einen ehemaligen Champion, besiegt. Ein haushoher Name, vielleicht der größte Sieg seiner Karriere bisher. Und überzeugend besiegt. Also, ich meine, die Leute, die da jetzt rufen, Rückkampf und so weiter, ich sehe das überhaupt nicht so. Natürlich ist das Knie kaputt gegangen, aber er hat da aus meiner Sicht vorher einen Schlag abbekommen. Das ist ein Sieg. Und jetzt kommt man eigentlich kaum umhin, als ihn in Richtung Titelkampf zu pushen. Denn so gut besetzt ist das Schwergewicht nicht. In den Top 5 gibt es nicht viele Möglichkeiten für Daniel Cormier, den Champion aktuell. Also, ich glaube eigentlich schon, dass es Sinn machen würde, jetzt Ngannou gegen Cormier anzusetzen als Titelkampf. Ja, das sind viele Aspekte. Erster Aspekt ist, Leute, die jetzt Rückkampf schreien. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe Kane nicht danach untersucht und ich bin kein Doktor. Aber das hört sich und sah für mich so aus, als bräuchte Kane da jetzt erstmal Zeit, um sich auszukurieren. Denn was ich nicht sehen will, ist nochmal ein Kampf, in dem Kane nicht fit ist und dann vielleicht noch übler verprügelt wird als Naja. ohnehin. Also, das braucht man nicht. Ja, wir sehen das hier auch. Kai Rühle schreibt auch, wäre Kane nicht besser beraten, zurückzutreten, weil eben die Psyche angeschlagen ist. Ja. Weiß ich nicht. Also, sowas wird natürlich immer. Genau das Gleiche hat man ja auch über Francis Ngannou gesagt, als er diesen Ja. schlechten Kampf gegen Derrick Lewis abgeliefert hat und gesagt: Oh, der ist psychisch komplett am Ende jetzt nach der Miocic-Niederlage. Der kommt nie wieder, ist ja der Alte und kommt nie wieder zurück. Und jetzt hat der 2 K.O.-Siege in Folge eingefahren, spektakulärer denn je. Also, ich glaube, mit sowas darf man nicht zu voreilig sein. Ja, also wir werden ja heute noch ein bisschen über Rücktritte sprechen und ich glaube, dass es für Außenstehende immer schwer ist zu sagen, wann jemand zurücktreten sollte. Es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum man kämpfen kann. Und Kane ist jemand, der sehr viel für den Sport geopfert hat, der sehr viel auch erreicht hat in diesem Sport und dem wir alle gefeiert haben zu der Zeit, als er an der Spitze war. Und jetzt, wo es dann nicht so läuft, zu sagen, ja, jetzt hast du deinen Dienst getan, tret mal ab, so quasi das Pferd notschlachten, obwohl es noch eigentlich ganz gut wäre für ein paar Runden. Da tue ich mich immer schwer mit, so von außen das zu sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, er muss selber gucken, dass er nur dann zurückkommt, wenn er auch wirklich fit ist. Weil auch das haben wir in der Vergangenheit, auch in der jüngsten gesehen, wenn die guten Kämpfer, wo wir wissen, dass sie Leistung abrufen, dann eben antreten und ja, sag ich mal, entsprechend auf junge, dynamische Leute prallen und dann schlecht aussehen dabei. Das bricht einem auch als Fan das Herz und das ist auch nicht das, was die Leute wollen im Endeffekt. Also da muss er schon sehr, sehr genau gucken und das kann nur er und sein Team entscheiden, weil nur die wissen, wie fit ist er wirklich. Ja. Ja. Klar sagen die alle in die Kameras, ich bin so fit wie nie zuvor, beste Trainingscamp ever. Was sollen die auch sagen? Ne? Also Kann ja nicht ganz, sagen, ich habe ein kaputtes Knie. nee. Ne? Also das Um zu geht ja Ngannou nicht. zurückzukommen, der ja jetzt quasi dann als Sieger aus der Sache rausgekommen ist. Klar, größter Sieg seiner Karriere auf dem Papier. Wenn man da diesen X-Faktor rausnimmt, ne, hat sich Kane vielleicht ein bisschen selber geschlagen. Trotzdem ist er reingegangen, hat das Ganze gemacht. Und man muss ja auch sagen, den Kampf davor hat er definitiv gewonnen. Auf jeden Fall. Und er hat bewiesen, dass er zurückkommt. Auch das ein Faktor, in dem Stipe-Kampf, der Stipe-Kampf kam einfach mega früh. Er war da noch sehr, sehr unerfahren. Er hatte noch keinen richtigen Test in seiner Karriere, wo er auch mal wirklich durchs tiefe Wasser musste. Dieses Stipe-Kampf ist so ein Do-or-Die-Moment für mich, wo man sieht, nach so einem Kampf entscheidet sich, was für eine Art von Kämpfer bist du. Wenn alles immer super läuft, du marschierst da rein mit deiner Physis, mit deiner Technik, mit dem, was du gut kannst, haust du die Leute reihenweise um. Ja, easy money. Das ist nicht das, was einen Kämpfer ausmacht. Ja? Deine Stärken so auszuspielen, das ist wichtig und richtig, aber wenn du ein Champion sein willst, dann musst du auch dich adaptieren können, dann musst du auch nach schweren Momenten zurückkommen, auch psychologisch die Stärke haben, um da zurückzukommen. Und das hat er jetzt bewiesen. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht abschreiben, nur weil er mal gegen Stipe schlecht ausgesehen hat. Nee. Im Gegenteil, ich glaube, dass er das also dieses Wachstumspotenzial, das dadurch auch freigesetzt wird, hat er genutzt. Inwiefern weiß man nicht. Ich würde auf jeden Fall gerne sehen, wie er sich schlägt gegen jemanden, der gut ringen kann, weil das ist ja natürlich der große X-Faktor bei ihm. Aber letzten Endes, ja, ist Cormier zu früh oder nicht? Wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns im Schwergewicht. Die Talentdichte ist nicht so groß
Und in der Gewichtsklasse ist einfach ein Schlag und Ja. alles ist auf den Kopf gestellt. Also mit zwei guten Naja, Contendern aus dem also. Weg geräumt, bist du automatisch schon eigentlich wieder im Ich Titelrennen. meine, auch wenn wir uns quasi die Top 5 mal angucken, da hast du quasi Cormier natürlich als Champion, du hast Stipe Miocic als Nummer 1, dem einen Rückkampf zu geben, auch wenn das alle Fans ja fordern und Miocic selbst es auch fordert, halte ich persönlich für kompletten Schwachsinn, weil der ist halt K.O. gegangen in der ersten Runde, meine ich sogar, Ja. oder zweite Runde, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall schnell K.O. gegangen und zwar klar K.O. gegangen, also da gab es überhaupt nichts dran zu diskutieren. So, die Nummer 2 ist Francis Ngannou, so, und danach haben wir dann Ja. Derrick Lewis, der hatte einen Titelkampf, ist baden gegangen gegen DC, danach haben wir Curtis Blaydes, der ist brachialst K.O. gegangen gegen Francis Ngannou. Also in diesen ganzen Top 5 gibt es eigentlich auch niemanden, der legitimen Herausforderer wäre. Es muss eigentlich Ngannou sein. Ich sehe das vollkommen so. Und Es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Es gibt ja noch die Möglichkeit, dass jemand von außen kommt, wie Brock Lesnar zum ja, Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, die wobei ich zumindest auf dem Papier besteht. daran erstmal irgendwie nicht so richtig glauben mag, Aber aber es wird diskutiert, es wird gemunkelt und I heard it through the grapevine, wie man so schön sagt. Das ist eine Möglichkeit und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man einen Jon Jones Rematch macht, was vielleicht auch der ein oder andere gerne sehen würde. Also es gibt schon andere Optionen, wenn man innerhalb der Gewichtsklasse bleibt und innerhalb der aktiven Kämpfer ist definitiv Ngannou die richtige Option. Sebastian Hackl, schön, dass du da mit dabei bist. Danke, dass du auch dich beteiligst am Gespräch. mein potenzieller zukünftiger Gast hier für den Podcast, Ja, der Herr Hackel, oder? fühle dich schon jetzt mal Fühle dich eingeladen. eingeladen. Wir besprechen das später mal beim Training, wann und wie wir das umsetzen, aber wir hätten dich gerne mal bei uns. Auch das vielleicht nochmal kurz, kleiner Teaser. Der Podcast wird sich ein bisschen verändern. Wir werden ein bisschen professioneller werden in absehbarer Zeit. Ihr könnt aber jetzt schon behaupten, ihr wart von Anfang an mit dabei. Wenn irgendwann alle über uns sprechen, dann könnt ihr sagen, wir Ja, waren von der ersten Stunde an genau. mit dabei. Weil, falls ihr uns noch nicht folgt, macht das bitte jetzt. Dann könnt ihr das nämlich noch behaupten. Wir haben auch einen YouTube-Channel, auch dem bitte folgen und ihr werdet sehen, ja, da passiert noch einiges. Also ihr könnt euch, wenn es euch gefällt, ihr könnt euch auch noch auf einiges freuen und es wird auch um einiges professioneller. Es wird professioneller, es wird Gäste geben, es wird größeres Studio geben in den nächsten Wochen. Also da auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Big things to come, wie man so schön sagt. Was ihr jetzt schon machen könnt, ist, ihr könnt auf Spotify und iTunes uns auch hören seit vergangener Woche. Das heißt, Audio only quasi, perfekt für den Weg zur Arbeit oder zum Training im Auto. Da gibt es jetzt auch den Schlagwort Podcast. Aber gut, wir waren beim Thema DC. Ist es richtig? Also der Kampf gegen Jones, den sehe ich auch irgendwie am Horizont mal noch kommen im Schwergewicht. Das ist eine Sache, die, glaube ich, viele Leute interessieren würde. Jon Jones hat ja zwei Siege schon über Daniel Cormier, allerdings beide im Halbschwergewicht, beide allerdings auch sehr, sehr eindeutige Siege. Ja, wobei der eine ist kein offizieller Sieg, Gut, wurde, weil ja. er des Dopings überführt wurde. Das muss man auch dazu sagen. Und DC hat so viel geleistet. Also, no, erstmal so. Normalerweise, wenn du zweimal besiegt wirst und zweimal klar besiegt wirst, sagt man, du hast kein Recht auf einen dritten Kampf. Ist einfach so. Wer will das sehen? Hast du dir sportlich nicht verdient? Der Typ ist einfach dein Kryptonit. Ende der Geschichte. Aber erstens, im Rückkampf war Jones gedopt. Das ist ein Ding. Zweitens, DC ist sonst so unglaublich dominant, dass ich mir auch ehrlich gesagt kaum Matchups vorstellen kann, wo ich mir jetzt denke, so, okay, das könnte eine krasse Herausforderung für DC sein. Er sagt auch selbst von sich, dass er im Schwergewicht nochmal sehr viel mehr seines Potenzials abrufen kann, Daniel Cormier, der ja im Prinzip eher aussieht wie ein dickes Mittelgewicht, sage ich jetzt mal, vom Phänotyp her, aber Ja. gesagt hat, dass es schon ihn viel Energie kostet, ins Halbschwergewicht abzukochen. Und der sagt, er fühlt sich im Schwergewicht viel, viel besser. Und dementsprechend sagt, wenn ich dort nochmal einen Kampf machen würde gegen Jon Jones, wäre das eine komplett andere Geschichte, weil ich einfach viel, viel mehr abrufen kann. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Du hast es richtig gesagt, Kämpfer erzählen immer viel, wenn der Tag lang ist. Das kennen wir ja von Müssen sie dir. ja. Das Aber beste Beispiel. Kai schreibt auch gerade, hypen konntest du schon immer, Andreas. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Führ das doch mal ein bisschen aus, dann kann ich mir darunter was vorstellen. Also erstmal nehme ich es als Kompliment, solange ich nichts anderes weiß. Aber ich weiß auch gerade gar nicht, was ich gehypt habe jetzt hier im Gespräch. Aber ja, Kämpfer reden viel. Wenn der Tag lang ist, müssen sie ja auch, denn die Leute brauchen irgendwas, über das sie sprechen können. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß nicht genau, ob ich gewinnen kann. Ja, dann schalten die Leute vielleicht auch nicht ein, ja. klar.
Wie gesagt, ich glaube, dass der Jones-Kampf definitiv kommen wird. Ich glaube nur, er wird noch nicht jetzt kommen. Ich glaube, das spart man sich schon noch ein bisschen auf. Ich glaube, man wird Cormier vorher noch irgendeinen Gegner geben. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist auf jeden Fall eine total spannende Situation im Schwergewicht, die wir lange nicht hatten. Also das war ja lange Zeit eigentlich die langweiligste Gewichtsklasse in der UFC. Momentan ist da so viel Bewegung drin, dass ich das total interessant finde. Sebastian Hackl hat sich nochmal gemeldet. Sepp, der schreibt, ja, für Francis kam der Titelkampf zu früh das letzte Mal. Sind wir vollkommen bei dir. Und sagt, er ist auch jetzt noch nicht so weit, er würde ihn erstmal gegen den Top-5-Kämpfer nochmal antreten lassen. Da bin ich eigentlich auch bei dir. Also ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, dass er noch nicht wirklich bereit ist für einen Titelkampf. Aber wenn wir jetzt sagen, gegen den Top-5-Kämpfer, da haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Denn gegen Miocic, Lewis und Blaydes hat er alle drei schon gekämpft. Dann hätten wir noch Alexander Volkov. Ist ein schwieriges Matchup, glaube ich, für den Ngannou. Glaube ich aber auch eins, dass er gewinnen kann. Aber spannend. Also Volkov gegen Ngannou fände ich tatsächlich spannend. Also würde ich mir gerne Ja, Volkov auf jeden Fall immer einer, der auch noch mal kurz vor Schluss K.O. gehen kann, wie angucken. wir ja Jeder wissen. braucht seine Talente und Fähigkeiten. Aber ich glaube schon, dass man dieses Cormier-Ding jetzt irgendwie forcieren wird. Ich bin mal gespannt. Es bleibt auf jeden Fall spannend im Schwergewicht, so viel kann man sagen. Man muss es ja auch aus der Perspektive von der UFC betrachten. Was verlieren sie, wenn sie den Kampf machen? Im Prinzip nichts. Es sei denn natürlich, Cormier verliert, dann verlieren sie Jones gegen Cormier um den Titel. Ich weiß, da ist die große Frage, ob sie das wollen. Was sie ja wollen, da hat Sebastian ja eben nochmal drauf angesprochen, was sie natürlich wollen, ist, sie wollen Francis Ngannou aufbauen als ihren nächsten großen Star. Die haben ja ihre komplette Power hinter ihn gebracht, um den zu pushen, und dann ist er so abgestürzt. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht dieses Star-Power-Potenzial hat. Und wenn der Cormier entthront, dann haben die so einen richtigen Posterboy und einen richtigen Companyboy, den die auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht gut ausschlachten können. Jetzt fragt hier Sebastian Ich habe es auch gerade Hackel. gelesen, das ist natürlich vollkommen richtig. Er sagt, wie wäre es denn mit Francis Ngannou gegen Brock Lesnar? Und er sagt, das Poster Francis gegen Brock wäre so krass. Und er hat Auf natürlich auch jeden recht. Fall, ja. Also, man muss dazu Sehr ein sagen, ja, Videospielposter. Sebastian Hackl natürlich seit vielen, vielen Jahren der absolute Wrestling-Experte, Wrestling-Kommentator, hat natürlich vollkommen recht mit. Also Francis gegen Brock, das wäre das beste WrestleMania-Poster, das ich mir vorstellen kann. Das wäre natürlich super fett. Klar, das wäre natürlich ein geiler Kampf. Aber ich glaube, es wäre auch ein undankbarer Kampf für Brock Lesnar und dann wäre das Comeback von Brock wahrscheinlich schneller vorbei, als man. Also, das ist ja der eigentlich denkbar schlechteste Gegner, so, den er haben kann. Natürlich kann Brock den schnell zu Boden bringen und so, Ja, eben, aber also. Brock wird halt auch schnell mal geklippt und dann. Ich weiß nicht genau, also, ob das der Ja, Kampf ist, den ich sehen also will. Ngannou ist auf jeden Fall auch physisch in der Lage, Brock etwas entgegenzusetzen. Da bin ich auf deiner Seite. Aber wenn Brock jetzt anstürmt, wie bei Heath Herring, und den einfach ummäht, weiß ich nicht, ob da Ngannou die Skills hat, um da jetzt entsprechend auszuweichen oder zu Ausweichen nicht, aber du sprawlen siehst ja, oder dass im dagegen zu Prinzip schon halten. reicht, einfach nur den Kopf kurz abzudrücken und eine Faust drauf zu knallen. Der ist halt so, hat so viel Power in seinen Aber Händen. das machst du bei Brock nicht. Bei Brock machst du nicht gerade mal so, ja. Ja, das stimmt natürlich auch Der wieder. hat einen anderen Nacken als Kane. Du hast ja eben über Kanes Also Nacken gesprochen, sagen wir mal ja. so, es wäre ein Kampf, auf den ich mich definitiv mehr freuen würde, als auf, sagen wir mal, Francis Ngannou gegen Derrick Lewis oder DC gegen Derrick Lewis oder so. Ja. Es wäre schon zwei absolut imposante Monster, die im Prinzip perfekter Ringer gegen perfekter Puncher. Und es wäre ein geiler Build-up auch für den Kampf dann gegen Cormier. Ja. Oder machen wir, okay, wir spielen jetzt mal Matchmaker der UFC. Wir Ja. machen Cormier Jones um den Schwergewichtstitel, dann machen wir Ngannou Brock und die beiden Sieger gegeneinander. Und die beiden Verlierer gegeneinander. Und die beiden Verlierer gegeneinander. Bada Schon wieder vier Pay-Per-Views abgedeckt. Geil. UFC, Ja. make it happen, thank us later. Ja. Also, haben wir abgehakt das Thema. Gibt eine ganze Menge, um sich drauf zu freuen, im Schwergewicht der UFC momentan. Das ist natürlich echt cool. Etwas, über was ich persönlich mich überhaupt nicht so richtig freue, ist, gestern ist Georges St-Pierre zurückgetreten. Einer der größten aller Zeiten. Wenn nicht der größte aller Zeiten. Das kotzt mich eigentlich immer an, wenn wir diese Diskussion führen. Wer ist der GOAT? Ist es Jon Jones, der Greatest of All Time? Oder ist es doch Anderson Silva? Ist es vielleicht Daniel Cormier? Man weiß es nicht genau. Aus meiner Sicht vergisst man da immer so ein bisschen GSP zu erwähnen, weil der halt in den letzten Jahren nicht so viel stattgefunden hat, aber der hat einige wirklich große Sachen gerissen in Auch der weil er UFC. einfach ein bisschen leiser ist als die Ja, meisten wahrscheinlich. anderen. Das ist so ein Ding. Und ich glaube tatsächlich, dass
wenn man über dieses GOAT-Thema redet, the greatest of all time, muss man auch immer wissen, welche Maßstäbe legt man zugrunde. Also legt man Pound-for-Pound-Maßstäbe zugrunde, also wer wäre der beste Kämpfer per se gewesen, legt man zugrunde, wer hat am meisten für den Sport gemacht, legt man zugrunde, wer war der dominanteste. Und ich glaube, dass je nachdem, wie man diese Maßstäbe justiert, in vielen der Szenarien muss GSP oben stehen. Und was er zum Beispiel vor Leuten wie John Jones, also was er denen voraus hat, ist, es gab nie einen Skandal um ihn. Ja. Er war immer ein Sportsmann, den man als Vorbild sehen kann. Er wurde nie des Dopings überführt. Er hat im Gegenteil sogar versucht, für seine Kämpferkollegen was rauszuholen mit Fighters Union und so, die er probiert hat. Hat sich dafür eingesetzt, dass mehr Dopingkontrollen stattfinden und war da auch immer ein Vorbild. Hat extrem lange die Gewichtsklasse dominiert. Und du sagst, du bist traurig, dass er zurückgetreten ist. Ich nicht tatsächlich. Er ist als Doppelchampion mit zwei Titeln zurückgetreten, auf der Höhe, auf dem Zenit. Er hat gesagt, ich bekomme den Kampf nicht, den ich mir wünsche. Der einzige Kampf, der für mich in der Entwicklung noch Sinn macht. Und ich trete on top ab. Und das ist mir lieber, als einen Fedor zu sehen. Wir haben den Kampf ja gesehen Ja. und es hat mir das Herz gebrochen zu sehen, wie Fedor K.O. geht und auch so zu sehen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt. Ich freue mich immer, den Mann zu sehen. Aber dann zu sehen, wie jemand, der ein Held meiner Jugend und des Einstiegs ins MMA für mich war, dann zu sehen, wie der wirklich zerbröselt Schritt für Schritt, dann doch lieber zu sagen als GSP, ich gehe on top, vielleicht kommt er ja nochmal zurück, Also ne? ich bin ja völlig bei dir. Ich sehe das halt auch nicht so gerne, wenn die alten Größen denn über den Zenit hinaus kämpfen und dann irgendwie nur noch peinliche Leistungen abliefern. Wanderlei Silva ist da ja auch so ein perfektes Beispiel für, der zuletzt ja wirklich da zum Haare raufen war, was er abgeliefert hat und so. Aber genau das Problem hatten wir bei GSP ja jetzt auch noch nicht so. Der letzte Kampf, den er gemacht hat, war der Kampf gegen Michael Bisping. Da sah er sehr gut aus. Peter hat gerade eingeschaltet. Wir haben gerade deine Tasse represented hier übrigens. Represent Planet Ita und Nova Fighting Championships. Ja, Props an der Peter Sobotta und Barlingen. Der letzte Kampf von GSP war hervorragend. Also da hat er überhaupt nicht gewirkt, als ob er schon zum alten Eisen gehört. Und ich finde, solange man nicht einen so einen Kampf hat, wo man sagt, oh, jetzt ist er über den Berg, ich glaube, solange kann er auch noch kämpfen. Und ich glaube schon, dass er noch den einen oder anderen guten Fight in sich gehabt hätte. Er ist ja auch einer, der im Gegensatz zum Beispiel zu einem Wanderlei auch Kämpfe nicht annimmt, wenn er nicht hundertprozentig sicher ist, dass er die gewinnen kann. Ich glaube, ein Kampf gegen Khabib wäre gut gewesen. Das war ja der Kampf, den er wollte, den er nicht bekommen hat, offensichtlich. Jetzt weiß man nicht genau, inwiefern es da Gespräche gab seitens der UFC, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Bock gehabt hätten, den Kampf zu machen. Ja, nee, also das war wohl auch einer der Hauptgründe, warum er gesagt hat, ich trete zurück, weil er von der UFC definitiv gesagt bekommen hat, wir haben andere Pläne für Khabib. Und dann hat er gesagt, okay, dann gibt es da draußen keinen Kampf, der mich interessiert, der meine Legacy größer machen kann, der mich herausfordert und dann gehe ich halt, ne? Also so habe ich das auch verstanden, dass es auf absehbare Zeit diesen Kampf erstmal nicht geben wird, logischerweise, denn Khabib ist halt auch erstmal irgendwie ein halbes Jahr lang noch gesperrt und hat da halt auch, wie gesagt, noch andere Sachen vor der Brust. Andreas Kranjotakis, verlierst du Haare? Schreibt der Peter Sobotta, ja, der ist gerade in Prag für die UFC-Veranstaltung dort. Ich verliere keine Haare, ich gewinne kreative Möglichkeiten, mir Frisuren zuzulegen. Und färbt sich den Bart. Ja, der Bart, falls das Leute sich gefragt haben, die gerade zuschauen, der ist tatsächlich gefärbt, ja, ist mir gestern aufgefallen. Also der Andreas Kranjotakis ist jetzt unter die Metrosexuellen gegangen und färbt sich tatsächlich den Bart. Gut, jeder wie er Bock hat. Also ich glaube schon, dass GSP durchaus diesen Kampf irgendwann hätte bekommen können. Jetzt vielleicht nicht im nächsten halben Jahr, vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber irgendwann down the line, wie die Amerikaner sagen, glaube ich schon, dass es den gegeben hätte. Wenn die jetzt halt andere Bookingpläne haben, kann man das nicht ändern. Und ich glaube, davon mal abgesehen, dass es auch noch einen Haufen anderer spannender Kämpfe gegeben hätte. Also ich stelle mir sowas vor wie Tyron Woodley gegen GSP zum Beispiel. Megakampf, auf den ich richtig Bock hätte. Ich glaube, auf den Kampf hat der GSP weniger Bock. Aber das wäre zum Beispiel ein Fight, auf den ich richtig Bock hätte. Auch das, Tyron Woodley gegen GSP, als Fan habe ich Bock drauf, ganz klar. Aber ich kann auch verstehen, dass GSP ist jemand, der als Mindset hat, ich will was machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Ich meine, der Mann hat über Jahre hinweg eine Gewichtsklasse dominiert.
ist dann zurückgekommen, hat gesagt, okay, ich will um den Champion-Titel kämpfen in der nächsthöheren Gewichtsklasse. Bam, ein Haken mehr in meiner Legacy. Was soll der jetzt noch machen? Was soll er jetzt noch machen, was für ihn wirklich ein Drive ist und für ihn noch einen Zusatzgewinn bringt und was draufsetzt auf seine Legacy? Und das wäre der Khabib-Kampf gewesen. Und er wollte den Khabib-Kampf jetzt. Jetzt, wo alle ihn für unschlagbar halten. Jetzt, wo er gerade auch dieses Standing hat. Und wenn, man weiß nicht, was passiert, wenn Khabib den nächsten Kampf macht. Gewinnt er das Ding? Okay, vielleicht wird er noch größerer Star, aber letzten Endes ist jetzt die beste Zeit, weil jetzt hat er gerade Conor geschlagen, jetzt finden den alle und man weiß auch bei Khabib nicht noch, wie viele Kämpfe er macht. Ich glaube nicht, dass Khabib noch 5, 6, 7 Kämpfe macht. Ich glaube tatsächlich, dass der mit einem Fuß schon sich absichert, auf dem Weg raus zu sein aus dem Sport, weil er könnte der Erste sein, der ungeschlagen geht. Also stimme ich dir zu, glaube ich auch. Ich denke auch nicht, dass wir noch 10 Kämpfe von ihm sehen. Weiß man nicht. Also ist auch möglich, aber ich Nö. glaube es nicht. Aber klar wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für so einen Kampf, aber jetzt geht ja eh nicht, weil der ist ja noch gesperrt, noch locker Aber ein halbes man Jahr. hätte ihn safe machen können. Hätte man können, GSP hätte aber ich sich vorbereiten glaube, dass die können. UFC einen Rückkampf machen will, Conor gegen Khabib. Das hat man ja auch schon munkeln hören. Und den wird es mit Sicherheit geben, sobald beide wieder kämpfen dürfen. Conor wird voraussichtlich einen Kampf noch bestreiten. Khabib ist ja ein bisschen länger gesperrt. Und sobald der wieder kann, gibt es hundertprozentig den Rückkampf. Und auch das kann ich verstehen, denn dieser Kampf wird definitiv noch größer als GSP gegen Khabib. Mit der Vorgeschichte, die man hat, mit dieser ganzen Bus-Geschichte, dann dieser Käfigsturm nach dem Kampf im Oktober, das wird der größte Pay-Per-View aller Zeiten. Ich sehe da 2 Millionen Buys und hast du nicht gesehen, das wird ein riesen, riesen Ding. So, und danach kannst du den Kampf gegen GSP immer noch machen. Nee, nicht aus GSPs Sicht. Weil er dann nicht mehr der Größte ist, wenn er verliert, aber wenn er gewinnt. Wenn er gewinnt, ist es auch, dann hat er das zweite Mal. Also der Hype wird nicht derselbe sein. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, weil Khabib hat da was gemacht. Das erste Mal ist immer krasser. Also das erste Mal Conor so aussehen zu lassen, ist immer krasser. Ich meine, klar, er hat gegen Diaz jetzt schon schlecht ausgesehen, aber Khabib hat den einfach abgefrühstückt. Und ich glaube, dass GSP schlau genug ist und das Spiel gut genug kennt, um zu wissen, dass jetzt die Zeit wäre. Und auch er, ne, er sagt, ich werde nicht jünger. Wie lange soll der jetzt noch warten? Und sich dann auf ein, ja, eventuell kann ich irgendwann dann fit zu halten und so. Und auch das, ich meine, der hat ja keinen Vertrag unterschrieben, wo er seine Seele aufs Spiel setzt, wo drauf steht, ich komme nie wieder zurück. Der fliegt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, er hat gesagt, in eine exotische Location und macht erstmal Urlaub. Von da aus guckt er sich das ganze Geschehen an. Der wird eh weiter trainieren. Der ist ja eh so ein Besessener. Und wenn der irgendwann sagt, okay, jetzt ist die Zeit richtig, er hat das mehrfach betont in seiner Rücktrittsrede, wenn es so eine Movie-Szene gibt, wo er am Strand liegt und einer sagt, ey, es gibt den und den Kampf, willst du den machen? Es kann sein, dass ich dann nochmal sage, ja, mache ich. Also er hat sich diese Hollywood-Hintertür offen gelassen. Deswegen, vielleicht haben wir noch nicht das Letzte von ihm gesehen. Ich persönlich bin nicht traurig, wenn er sagt, let's call it a career. Und alle, die jetzt kommen und sich auf den GOAT-Titel bewerben wollen, die müssen sich an ihm messen. So viel steht für mich fest. Ich bin schon traurig, dass er weg ist. Erstens, weil ich sagen muss, dass es einer der freundlichsten Menschen ist, die ich in diesem Geschäft je kennengelernt habe. Und das trotz seines Ruhms und all dem, was er erreicht hat, immer ein bodenständiger Typ gewesen, immer ein ehrlicher Typ auch gewesen. Und auch wenn viele über ihn gehatet haben, sein Kampfstil wäre langweilig und so gewesen. Ich glaube, dass sich das relativ schnell zu einer Meinung verselbstständigt hat von Leuten, die keine Ahnung haben. Also es gibt ja im MMA leider genug Menschen, die zu allem eine Meinung haben, aber von nichts eine Ahnung. Das ist übrigens nicht nur im MMA so. Das ist auf der gesamten Welt so. Aber wenn man mal zurückblickt auf die Karriere von GSP, wie viele Kämpfe von ihm waren denn langweilig? Also der Shields-Kampf war langweilig, das kann ich sagen. Da war ich damals live in der Halle. Der war wirklich nicht besonders gut. Das war halt 5 Runden Jab, 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 Jab. Und vielleicht noch der Kampf gegen Nick Diaz, der ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, weil es vorher so viel Hate zwischen den beiden gab. Alle anderen Kämpfe waren super spektakulär. Der Condit-Kampf war geil, der Hendricks-Kampf war geil, die ganzen alten Kämpfe waren sowieso der absolute Hammer. GSP hat einen Haufen guter Kämpfe abgeliefert und zu sagen, der war langweiliger Kämpfer, nur weil er halt ab und zu mal einen Takedown gemacht hat oder keine Ahnung, in den letzten Runden den Sieg heimgeschaukelt hat, halte ich persönlich für Blödsinn und er hat halt in seiner kompletten Karriere die
absolute Crème de la Crème gekämpft. Eine Sache, die man zum Beispiel von einem Anderson Silva nicht unbedingt behaupten kann, der zwischendurch schon mal den ein oder anderen, ich will nicht sagen Pflaume, aber den ein oder anderen durchschnittlichen Gegner auch mal gekämpft hat, weil es da im Mittelgewicht einfach nicht viel gab. Und GSP hat halt einfach in der zu dem damaligen Zeitpunkt und bis heute ja eigentlich bestbesetzten Gewichtsklasse einen Killer nach dem anderen besiegt. Und von daher finde ich persönlich aus meiner Sicht GSP definitiv the GOAT, the greatest of all time. Und sehr, sehr schade, dass er zurückgetreten ist. Ja, aber für dich schade. Ich freu mich drauf und drüber, weil er auch zu seinen eigenen, er wurde nicht vom Spiel gezwungen zurückzutreten, sondern er ist unter seinen eigenen Terms zurückgetreten. Sebastian hat es ja auch gerade gesagt, ne, die meisten enden irgendwie mit dem Hintern in der Luft und mit dem Gesicht auf der Matte. Er sitzt fest in seinem Stuhl und hat selber für sich entschieden, dass er zurücktritt. Auch das zeigt Größe und das ist was GSP einfach seine ganze Karriere über gemacht hat. Er hat Größe bewiesen. Und ich finde es gut, dass er auch auf die Art und Weise geht. Es war auch ein geiles Bild mit den beiden Gürteln vorne. Und er sagt, es gibt keine Tränen, ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe. Wenn er es nicht ist, dann weiß ich nicht, wer das sein kann in seiner Karriere. Für mich eine spannende Sache, die er gesagt hat, ist, er wurde gefragt nach der größten Errungenschaft in seiner Karriere. Und da hat er gesagt, das, was ihn am meisten bedeutet hat, war nicht irgendeinen Titel gewinnen oder sowas. Oder dass er so und so viele Titelverteidigungen hatte, sondern dass er nach dem Highkick von Condit wieder zurückgekommen ist. Weil er in dem Moment gemerkt hat, so, fuck, das hier ist richtig, richtig tiefes Wasser, aber ich ziehe das durch und da war ich am stolzesten auf mich. Und das ist, glaube ich, auch das, was man als Kämpfer, diese Kämpfermentalität, die man hat, Titel und all dieser Ruhm und alles außenrum, das bedeutet ganz viel für die Fans und für die Außenstehenden. Aber diese Momente, in denen du selber weißt, wie schwer das war, und vielleicht auch nur du weißt, von außen siehst du, okay, da hat er ein bisschen gewackelt und so, aber du weißt, fuck, mir ging es da gerade richtig dreckig und ich habe mich durchgebissen. Und durch wie viele Momente er musste in seiner Karriere und trotzdem so unbesiegbar aussah, für mich auch GSP, diese GOAT-Debatte ist natürlich spannend, aber er hat seinen legitimen Platz da und muss sich, je nachdem, wie gesagt, wie man die Parameter verändert, muss man ihn mitnennen, ganz, ganz klar. Also GSP, glaube ich, haben wir jetzt ein paar Sachen zu gesagt. Sagt uns gerne auch nochmal eure Meinung. Ihr könnt übrigens immer mitdiskutieren, auch wenn ihr zwischen den Folgen, wenn ihr das jetzt nicht live guckt, sondern wenn ihr zwischen den Folgen irgendwas dazu zu sagen habt, irgendwelche Fragen habt. Ich komme dann gleich nochmal zu ein paar Fragen, die mir Zuschauer von uns geschickt haben, auf die ich gerne eingehen möchte. Ja, ach, der Jon ist jetzt mit dabei, Wesley ist mit dabei. Cool, dass ihr eingeschaltet habt, Jungs. Sharing is caring übrigens. Und was habe ich jetzt? Das neueste Ding im Netz ist, Support ist kein Mord. Also abonniert uns, liked uns, wenn ihr Bock habt. Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr aber mit dabei seid. Also wir diskutieren gerne mit euch, sowohl live als auch, wenn ihr uns so Fragen zuschickt. Twitter-Handle, Instagram-Handle seht ihr eingeblendet. Bei Facebook könnt ihr uns ja sowieso erreichen. Hast du noch irgendwas bekommen von Leuten zwischen den Podcasts jetzt? Also immer wieder die Frage, wie häufig es das Ganze geben wird und ob das jetzt längerfristig geplant ist. Und wir sind ja gerade schon kurz mal drauf eingegangen, ist tatsächlich längerfristig geplant, wird auch ein bisschen größer werden in den kommenden Wochen für alle, die jetzt gerade frisch zugeschaltet haben. Also uns wird es jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach mehr oder weniger wöchentlich geben, aller Wahrscheinlichkeit nach auch weiterhin immer sonntags. Also heute ist Freitag, ich weiß, wir haben es letzten Sonntag nicht hinbekommen, zusammen zu tapen, aus organisatorischen Gründen. Deswegen heute erst mit leichter Verspätung. Künftig dann immer sonntags der Podcast, Sonntagvormittag. Das heißt, perfekte Zeit, wenn ihr irgendwie gerade aufgewacht seid aus dem Koma von der Nacht vorher oder gerade irgendwie die letzte Live-Veranstaltung geschaut habt und noch nicht schlafen könnt. Dann gibt es uns zur entspannten Zeit, Sonntagvormittag, schön auf die Couch hängen, Podcast gucken. Dann auch immer mit super spannenden Gästen. Wir haben da einige Überraschungen parat. Dann auch mit bisschen besserer Sound- und Bildqualität und so weiter und so fort. Volles Programm. Das gibt es schon in wenigen Wochen. Und ansonsten auch abonnieren auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube sowieso. Also ihr könnt uns auf allen Kanälen folgen. Ja, Thema GSP können wir wie gesagt Deckel drauf machen. Man soll ja auch niemals nie sagen. Also, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube auch, vielleicht kommt er einfach mal doch wieder, wenn in 2 Jahren der Anruf kommt: hier Millionen-Dollar-Fight gegen Conor McGregor. Dann sagt er bestimmt auch nicht nein. Ja, für eine Million wird er sich nicht bewegen, aber warte mal, warte mal. Sag niemals nie bei GSP. Wow. Ja, ist ja Karneval da, wo du herkommst, ne? Ja, genau.
Gut, haben wir das Thema auch abgefrühstückt. Einen haben wir noch, bevor wir hier vielleicht auch den Deckel heute drauf machen. Ich Es muss noch auf gibt. die Fragen eingehen, dürfen wir nicht Ach so, vergessen. Fragen wolltest du noch Wollen wir die beantworten. jetzt Ja, erst machen? dann mach mal, komm. Und zwar, erste Frage, die wir bekommen haben, ein bisschen off-topic UFC. Wie sieht ihr eigentlich, wie sieht es mit Dopingkontrollen aus, gerade in den anderen Organisationen? Und vor allem, finden überhaupt welche in den kleineren Ligen statt? Kann man kurz beantworten? Nee. Ja, Also, so einfach ist es. also jein. Man muss Ja. sagen, in den USA ist es so, dass man natürlich auch, wenn man professionell kämpfen will, braucht man eine Lizenz. Für diese Lizenz muss man Bloodtest machen, man muss in MRT, man muss also einen CAT-Scan machen, wie heißt das auf Deutsch, ein MRT vom Gehirn, Ja. dass CT, ne? man kein Langzeit-Gehirnschäden hat und so weiter und so fort. Also man wird da schon gut getestet, muss abpissen und so. Ganz klar, in Deutschland und Europa. Sagt man abpissen? Ich habe das gerade gesagt Das und wird zum ersten umgangssprachlich unter und Abpissen. Sehr gut. genau. Also unter Sportlern sagt man das schon Sehr mal. gut. Die UFC ist natürlich da mit USADA extrem. Also die bekommen eine App auf ihr Phone, dann müssen die jedes Mal sagen, wo sie gerade sind. Und wenn du Pech hast, steht die, oder ne, es kann sein, dass die USADA bei dir zu Hause vor der Tür steht oder wenn du im Trainingscamp bist und sagst so, jetzt abpissen bitte. Es gibt tatsächlich einen Journalisten in den USA, der sich aus Recherchezwecken in diesem USADA-Pool angemeldet hat und dann quasi darüber gebloggt hat, wie das abgelaufen ist. Und der hat tatsächlich gesagt, das ist kein Spaß. Also Ja. jedes Mal, wenn du deinen Staat verlässt oder die Stadt verlässt, in der du wohnst, musst du mit der Hilfe dieser App sagen, okay, ich fliege jetzt nach, weiß ich nicht, meine Oma besuchen und Ja. so. Also das ist tatsächlich sehr, sehr strikt. Auf der anderen Seite hat man aber eben auch von GSP gehört, den hatten wir ja gerade, dass es super einfach ist, dieses System zu umgehen, indem du halt einfach sagst, okay, ich mache jetzt Urlaub in Alaska zum Angeln. In Alaska gibt es halt keine Ja. Außenstelle von USADA und dann, weißt du, bist du halt einfach mal 3 Wochen weg, so nach dem Motto. Also es gibt sicherlich immer Mittel und Wege. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass sie in Balingen vor Peters Tür gestanden haben. So. Tatsächlich, Und okay. Balingen ist für die Amis so ein bisschen wie Alaska. Weiter Oder weg als wahrscheinlich Alaska. weiter. Ja, also Ja. auf jeden Fall auf ihrer Karte sehr viel weiter weg und schwerer zu erreichen als Alaska. Ja. Also, das wird schon ernst genommen. Auch das ist eine Sache, die ich immer wieder versucht habe voranzutreiben. Ich habe auch den Veranstaltern mal gesagt, die haben sich mal beschwert und haben gesagt, oh, das ist aber so teuer mit dem ganzen Bloodwork. Ist gar nicht so teuer. Ich habe gesagt, weißt du was? Mach doch einfach Tests. Und der erwischt wird, der bezahlt die. Das ist seine Strafe. Das kann man ja vertraglich festlegen. Die Leute werden alle getestet und die Leute, die erwischt werden, die zahlen dann die Tests von allen anderen. Oh, okay, das wird aber teuer, ne? Ja, Also, dann das. cheat er halt nicht, ja. Naja, gut, ist Ja, schon klar, aber ich glaube, so viel verdienen die Kämpfer nicht, um das zu bezahlen. Weil es ist ja. dann kann man sich halt auch mehrfach überlegen, Ja, ob gut, man es aber macht. dann ruinierst du ja, wenn du irgend so einen Midcard-Kämpfer hast, der dann plötzlich irgendwie 150.000 Dollar zahlen muss für alle Tests und gerade mal irgendwie 20.000 für den Kampf kriegt. Ich glaube, das wird nichts. Aber, weißt du, klar kann man sagen, hättest du halt mal nicht beschissen, aber du siehst ja, dass es offensichtlich auch Fälle gibt, bei denen die Leute tatsächlich gar nicht aktiv gedopt haben, Ja, sondern gut. Es gibt Grauzonen. Ich geb dir recht, genau, ja. die Tests sind ja mittlerweile so genau, dass es offensichtlich reicht, schon Partikel einzuatmen von einem verunreinigten Supplement und so, sodass die Dopingbehörden schon überlegen, kein Scheiß, die Tests ungenau oder die Tests nicht ungenauer zu machen, aber Die Parameter ein die bisschen zu erweitern, Grenzen ja. einfach nach oben wieder zu verschieben. Oder nach unten, je nachdem, worum man sagt. Also sozusagen zu erlauben, dass du ein gewisses Maß an Substanzen im Körper haben darfst, weil die Tests einfach so genau dich prüfen, dass du selbst als einen positiven Test ablieferst, wenn du gar nicht gedopt hast. Ja, Ja. das kann natürlich immer passieren und das ist natürlich dann Worst Case, vor allen Dingen, wenn dann so ein finanzielles Ding Ja, hinten dran steht. also Klar, eben. ganz klare Sache. Andere Frage, die ich noch bekommen habe, übrigens von Saulus und Paulus, danke für deinen Beitrag. Prognose Eckerlin gegen Nasufovic. Ja, großer Mittelgewichtstitelkampf. Wir haben hier das Poster auch im Hintergrund hängen. GMC 19 am 23. März im Audi Dome in München. Riesen-Event, drei Titelkämpfe. Wir sehen das hier. Pütz, Stefan Pütz, der kämpft gegen den Joachim Christensen. Rückkampf. Da geht es um den Halbschwergewichtstitel vom Stefan Pütz. Dann haben wir zum ersten Mal in der Geschichte des ja, MMA-Sports, glaube ich sogar, einen Titelkampf im Superleichtgewicht. Also es gibt eine neue Gewichtsklasse. Noordin Asri wird da kämpfen. Und trifft auf Ivan Musardo, also ein Kampf der Veteranen. Veteranen, der Pioniere, wenn man so will, was deutsches, Schrägstrich, deutschsprachiges, Schrägstrich, europäisches MMA angeht.
Und Dach den MMA. Dach-MMA sozusagen. Und ja, der von dir, Saulus Paulus, angesprochene Kampf, Nasufovic gegen Christian Eckerlin. Ja, geiler Kampf. Also ich meine, Eckerlin Mega natürlich geil. absolute K.O.-Maschine. Nasufovic hier unten Lokalmatador, wenn man so Ja, will. und beide physisch unglaublich stark. Nasufovic auch so ein, ja, so ein stabiler Typ, der auch mal gut clinchen, ringen kann, der aber auch einen Pfund weghauen kann. Ja. Gleichzeitig Eckerlin natürlich mit seiner Schlagpower, haben wir beim letzten Mal gesehen mit dem K.O. gegen Dörrer. Ja. Also da ist auf jeden Fall Dynamit in der Paarung, keine Frage. Naja, das wird auf jeden Fall ein geiler Kampf. Also ich glaube, die ganze Veranstaltung wird super fett. Und ich sag mal, als deutscher MMA-Fan kann man sich, glaube ich, ohnehin freuen. Wir hatten ja gestern ein relativ langes Meeting mit den Jungs von Run Fighting, hier eine Tür weiter sozusagen. Und die Pläne, die es da dieses Jahr noch gibt für GMC, die sind absolut gigantisch. Und es wird definitiv nicht weniger, es wird nicht kleiner, es wird eher größer und es wird mehr. Es wird super riesengroße Kämpfe geben, es wird mehr TV-Zeit geben. Also man kann sich auf 2019 definitiv freuen. Da wird es jede Menge Kampfsport-Content noch geben, auch im Free TV und natürlich auch jede Menge GMC mit super krassen Paarungen. Also was da in den letzten Monaten passiert ist, ist ja schon Wahnsinn. Und da wird auf jeden Fall noch mehr kommen in der nächsten Zeit. Einiges mehr, mein Freund, einiges Einiges mehr. mehr. Hat er noch eine Frage? Der Saulus Paulus ist ein guter Ist Mann. ein guter Mann. Ja, hat noch tatsächlich eine Frage, und zwar, welcher Kämpfer ist euer All-Time-Favorite persönlich? Fedor. Fedor bei dir, ganz klar. Und Phil Baroni. Ich liebe den Mann. Ja. Also ich muss sagen, es ist schwer, sich für einen zu entscheiden. Das ist wie mit seinen Kindern, ja, ein Lieblingskind zu haben. Es ist jedenfalls offiziell Wollte gerade schwierig. sagen, darf man halt nur nicht sagen, Ja, ne? ja. Ich muss sagen, tatsächlich Bas Rutten. Auch der ist halt richtig oldschool, Ja. aber Bas war für mich immer einer, der sowohl auf der Matte als auch abseits der Matte extrem geglänzt hat, der auch den Weg geebnet hat für viele Leute und dem ich, also der für mich auch so ein bisschen immer Vorbild war. Ich habe gar nicht so viele Vorbilder in meinem Leben, aber der war immer Vorbild für mich, weil er sich selber immer gut präsentiert hat, real war und gleichzeitig den Sport vorangebracht hat. Uns geschafft hat, auch da den Ausstieg so zu managen, dass er trotzdem noch im Sport ist Ja, und auf jeden. relevant ist und er ist einfach auch eine geile Socke so. Deswegen, ja. Der vor allen Dingen gezeigt hat, um was es geht beim MMA, nämlich sich grundsätzlich weiterzuentwickeln. Der ja als Ja. brachialster holländischer Kickboxer quasi angefangen hat und dann da in Japan bei Pancrase irgendwie so eine Art Vorläuferorganisation der UFC, wenn man so will, immer auf die Mütze bekommen hat von diesen ganzen Bodenkämpfern und am Anfang keine Ahnung hatte vom Bodenkampf. Es gibt so eine Doku über Bas Rutten mit all seinen Kämpfen, die lohnt sich wirklich für MMA-Fans, die damals noch nicht dabei waren. Und dann sieht man, wie er, da sagt er dann, während er das so kommentiert, sagt er, ja, und nach dem Kampf habe ich angefangen, BJJ zu trainieren und dann siehst du, wie er in jedem Kampf immer besser wird und dann anfängt dieser arme Japaner zu Beinhebeln und zu choken und zu Armhebeln und auf einmal ein kompletter MMA-Kämpfer geworden ist. Und das fand ich total beeindruckend, wie er innerhalb von ein, zwei Jahren sich komplett neu entwickelt hat, neu ausgerichtet Also hat. ich habe ja MMA gekämpft, als ich noch nicht wusste, dass es MMA heißt. Und Da war es habe noch Free da war Fight. Free Fight, Free genau, Fight, oder Vale Tudo. Und ja. ich kannte auch niemanden, der diese Techniken konnte. Ja. Deswegen habe ich mich umgeguckt und dann hat mir irgendeiner mal von Bas Rutten gibt es so ein DVD-Set, Bas Rutens Big DVD of Combat. Ja, Und da wo er so habe Sachen ich, erklärt. ja, Ja, das wo ist er cool. Techniken erklärt und so. Und dann habe ich mir diese Sachen reingezogen und darüber meine ersten Techniken irgendwie. Also Bas Rutten war für mich auf jeden Fall einer der großen Leute, die ich am Anfang, zu denen ich am Anfang schon aufgeblickt habe. Und das mache ich heute noch, einfach weil es ein geiler Typ ist. So viel also zu meinem All-Time-Favorite. Wenn ich mich auf einen festlegen muss, den. Und letzte Frage von Saulus Paulus. Meinung zu Michael Venom Page und warum ist er eigentlich nicht in der UFC? Und würde er gegen einen guten Bodenfighter bestehen? Naja, also das Thema finde ich ja auch immer so ein bisschen, der hat ja nun einen recht unspektakulären Kampf abgeliefert letztes Wochenende gegen Paul Daly. Das ist ja häufig so, dass man das hat, die Kämpfe werden gehypt, beide hassen sich und dann ist der Hass aber so groß, dass die Angst zu verlieren gegen den Erzfeind so groß ist, dass einfach kein guter Kampf entsteht. Und das hat man bei dem Fight auch gesehen. Hinzu kommt, dass, also ich gucke mir MVP auch gerne an. Ja, weil er Ja, einfach wer einen nicht? geilen, coolen Ja. Stil hat und so. Aber man muss halt auch sagen, dass er halt, sagen wir mal, die ersten, keine Ahnung, 10, 15 Kämpfe da nur Pflaumen vor die Brust gesetzt gekriegt hat. Und gegen Pflaumen kann man halt auch gut aussehen. Ich will jetzt nicht irgendwie überheblich sein und so weiter, aber Daly zum Beispiel hat halt auch immer spektakulär gekämpft, aber gegen die Crème de la Crème seiner Gewichtsklasse. MVP halt irgendwie nicht. Und ich Trotzdem glaube hat auch. MVP gewonnen, ne? Ja, ist ja richtig, aber ich glaube halt trotzdem, dass er gegen zum Beispiel einen starken Bodenkämpfer, wie der Saulus Paulus sagt, sicherlich Probleme haben wird.
Ja, was schreibt der Sebastian Hacke? Hacke schreibt gerade, wenn noch einer schreibt, MVP ist der Stylebender von Bellator, dann springe ich von einer Brücke. Bitte, Sebastian, mach's nicht. Ja. Und wenn ja, dann sorgt dafür, dass unten drunter Wasser ist. Wir brauchen dich noch ein Ist bisschen. auch aus meiner Sicht nicht der Stylebender von Bellator. Ich Nein. glaube, Adesanya ist da schon noch mal ein paar Level höher und hat auch außerhalb der UFC wirklich starke Leute gekämpft bei Es Glory und gibt so. trotzdem Parallelen. Also bitte nicht springen, aber es gibt natürlich Parallelen. Vom Kampfstil, von der Art, wie er sich vermarktet, Ich von der sehe Art, gerade wie den er. Hacke, wie er auf die Hackerbrücke Nein, klettert und nein, nein, bitte sich da nicht. runterstürzen Nein, nein, bitte nicht will. springen, Sebastian. Und wenn, dann sag Bescheid, ich fange dich gerne auf. Aber natürlich gibt es Parallelen. Ich verstehe das auch in der Art, wie die beiden vermarktet werden. Und es gibt auch Parallelen für mich in den beiden Kämpfen. Also wir haben ja jetzt Anderson Silva gehabt gegen Stylebender und dann MVP gegen Daly. Und da haben wir zweimal spektakuläre Striker gehabt, die aufeinandertreffen. Einmal so ein bisschen diese alte Riege und die neuen spektakulären Kämpfer, die aufeinandertreffen. Beides Mal hat die neue Riege gewonnen, die jungen, hungrigen Löwen. Beides Mal konnten alle Beteiligten, alle vier Beteiligten, ihren Stil nicht so richtig entfalten. Und das liegt natürlich daran, dass die Stile der Leute deshalb so spektakulär sind, weil sie kompatibel und ausgerichtet sind auf normales Kämpfen. Also wenn dir jemand gegenübersteht, der normale Techniken macht, der sich normal bewegt, der konventionell ist, dann kannst du deine unkonventionellen Dinge anbringen. Wenn da aber jemand ist, der ein ganz anderes Bild abgibt, dann ist es schwierig. Das ist so, als würdest du jemandem, der immer auf einer Leinwand malt, sagen, jetzt mal auf einem T-Shirt, das aber einen Gorilla trägt. Ja, ist einfach was anderes. Guter Vergleich. Perfekt, ist mir gerade eingefallen. Perfekter Ein T-Shirt, Vergleich. das ein Gorilla trägt, sehr gut. Aber das Ich Prinzip weiß ist aber, was du klar. meinst. Ich glaube, das haben selbst die Zuschauer verstanden, die nicht so in deinem verkoksten Kopf drinstecken, wie ich Die vielleicht das noch tue. keinen geraucht haben, Freitagmorgens. Sehr gut. Nee, ist natürlich korrekt. Wesley T.C. Howard, finde ich ganz lustig, schreibt: Kennt ihr noch Rio Heroes? Damit habe ich angefangen als erste Inspiration. Ja. Rio Heroes. Absolut genial. Mega Also geil. alle neuen MMA-Fans gerne mal googeln, findet man bestimmt noch online. Absolute Underground-Veranstaltung aus Brasilien. Eine Veranstaltung, die in einem halben Käfig stattgefunden hat. Also mit einer Wand Ja, und einem halben manchmal, Käfig. manchmal, manchmal auch einfach auf dem Parkplatz mit Ja, irgendwelchen genau. Puzzlematten. Und was keiner weiß, Peter und ich haben eine geheime Vereinbarung. Wir haben gesagt, wenn wir irgendwann mal aufhören zu kämpfen, fliegen wir nochmal gemeinsam nach Rio und kämpfen einmal bei Rio Heroes. Jetzt gibt's die leider Die nicht gibt es leider mehr, nicht mehr, ja. aber vielleicht müssen wir die einfach dazu nochmal ins Leben rufen. Muss. Peter, unser Deal steht. Ich nehme dich Muss. beim Wort, ne? Ja, vielleicht mal Balingen Heroes oder so ein Scheiß. Also halt Ja, irgendwie genau. deutsche Die Veranstaltung Au mal. Heroes. Ich Was glaube geht halt, da ab? würde es wahrscheinlich Probleme mit dem Gesetz geben, denn die Kämpfe waren halt auch alles andere als reglementiert. Das In war der halt Au noch gibt's kein Gesetz. Valetudo-Rules mit Soccer-Kicks und allem drum und dran. Und wie gesagt, auf irgendwelchen Parkplätzen und Ey, an irgendwelchen Frauen gegen Männer Stränden. haben gekämpft. Ja, genau. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie das war. Es war ja immer der gleiche Ref, dieser Psycho. Weißt du noch? Der sah Voll aus auf wie der absolute, Koks. vollgekokste Psychopath. Und ich glaube, der war auch der Boss von Rio Heroes. Bin ich mir relativ sicher. Also, absolut geile Serie, wo einige Leute auch ihre ersten Schritte gemacht haben, muss man sagen. Ja. Also, da sind tatsächlich auch gute Talente hervorgegangen. Kann man definitiv mal googeln. Geil, will ich auf jeden Fall sehen, schreibt TC Howard. Ich glaube, da geht es um Balingen Heroes. Balling Ja, Heroes, ja. sehr schön. Hast du noch Fragen? Wenn nicht, würde ich sagen, Naja, ich glaube, wir sind durch. Wir haben noch cool. ein Thema, das Genau. du abarbeiten Ich würde wolltest. gerne noch ein Thema abfrühstücken, denn wir haben natürlich jetzt auch dieses Wochenende jede Menge Kampfsport. Und zwar Achso. heute geht das schon los. Ja, gleich. 13:30 Uhr, du bist dran, zusammen mit dem Kollegen Kampfgeist MMA. Zusammen macht ihr Genau. One Championship Call to Yee. Greatness auf runfighting.de. Call to Greatness. Es fehlt nicht an Pathos. Ja, und ich will gar nicht zu sehr in die Fightcard einsteigen, weil viele von den Leuten sind hier vielleicht nicht bekannt. Ein paar Namen sind natürlich mit dabei, wo man Aber sagt, Eckpunkte kann man schon mal genau, nennen, ne? also für all die Kampfsportfans, Nicky Holzkin wird dabei sein. Alleine für den könnte der ganzen Sache ja eine Chance geben. Aber ich will auf jeden Fall mal eine Lanze brechen für One. Ohne jetzt Namen, also Name-Dropping ist immer eine Sache. Aber One Championship macht eine Sache, die es nirgendwo anders gibt. Und auch wenn ihr UFC-Fans seid oder so, wenn ihr Kampfsportfans seid und begeistert sind, bei One seht ihr Kampfsport-Action der Sonderklasse. Also auch für alle Leute, die sagen, ah ja, oftmals ist mir das zu viel Geschiebe und so im Cage. Es gibt einfach Kickbox- und Thai-Box-Kämpfe im Cage mit dünnen Handschuhen. Naja. Alter, wie geil ist das? Man kann den anderen nicht in der Ecke stellen mit dünnen Handschuhen. Es gibt hart auf die Es gibt Fresse. keine Doppeldeckung. Es gibt keine Es Doppeldeckung, die gibt. funktioniert. Also für mich ist One vom Konzept her extrem geil und ich finde, das müsste man einfach viel, viel
häufiger sehen und es sollte auch viel besser angenommen werden von den MMA-Fans, nicht weil ich es jetzt oder wir es kommentieren, sondern weil es einfach eine großartige Plattform ist, auf der man immer geile Action sieht. Also ich habe bei One selten einen langweiligen Kampf gesehen. Ich glaube, das wird auch noch kommen, dass das in Deutschland ein bisschen mehr ankommt. Jetzt hat man da ja noch ein paar Leute aus dem westlichen Teil der Welt eingekauft. Leute wie Eddie Alvarez, ehemaliger UFC-Champion, Demetrius Johnson hat man. Und ich glaube, dass es da schon ein paar große Paarungen in Zukunft geben wird, die auch so ein paar Augen auf diesen Event ziehen. Ich glaube, es lohnt sich definitiv, auch sich die ganzen Thais anzuschauen. Man hat diese Ja. ganzen Thai-Box-Größen, die man vielleicht als Casual-Fan gar nicht unbedingt kennt, die aber hier Hammerkämpfe abliefern. Also diese Sendungen sind wirklich Knockouts am laufenden Band. Das gibt es, wie gesagt, jetzt 13:30 Uhr. Ja, und morgen, denn wie gesagt, morgen gibt es noch Enfusion, auch großer Kampf. Ja. Typhoon Özcan, 72,5 Kilo Champion von Enfusion, trifft auf Andy Bad News Semela, den 75 Kilo, den Leichtgewichts-Champion. Also quasi Champion gegen Champion. Super Fight. Riesending. Ich habe die Fights beider Kämpfer, die letzten Fights kommentiert und muss sagen, das ist definitiv Tempo, Pressure Fighting und jeder sucht den Knockout. Absolut geil. Der eine versucht es mit der Brechstange, der andere mit Technik, also eigentlich das perfekte Duell. Das gibt es am Samstagabend um, ich meine, 18:30 Uhr geht das Ganze los, auch auf RAN-Fighting. Und dann gibt es, ich glaube, ab 23 Uhr UFC Prag, ne? Ja, genau. Kommentierst du das? Ich weiß gar nicht genau. Also Nee, ich mach's nicht. ich bin bei Du bist bei Bellator in Bellator. Dublin. Okay, dann, aber lass uns trotzdem vielleicht mal kurz über den Prag-Event sprechen, denn das ist so dann wahrscheinlich das größte Ding, wo die meisten Augen drauf gerichtet sind dieses Wochenende. Hauptkampf ist Jan Blachowicz gegen Thiago Santos und ich muss sagen, Thiago Santos, hui! Tut euch einen Gefallen, Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal kurz bei YouTube rein. Die UFC hat den letzten Kampf von Thiago Santos online gestellt als Free Fight, also den kann man sich umsonst reinziehen. Das war ein Kampf gegen Jimmy Manua, den haben wir zusammen kommentiert und das war einer der verrücktesten, geisteskrankesten Kämpfe aller Zeiten. Ja, Also das war ein absolutes total geil. Schlachtfest, 2 Runden lang, glaube ich, ging das Ganze. Ich sage jetzt nicht, wer gewonnen hat, doch kann man, glaube ich, sagen, Thiago Santos hat gewonnen, und zwar Spoiler-Alarm. durch K.O. In der 2. Runde. Das war ein absolutes Mörder-Ding und mit sowas im Rücken jetzt in diesen Kampf zu kommen, ist natürlich cool. Ich weiß halt nicht, ob dieser Kampf genauso actionlastig wird, weil Jan Blachowicz, den kenne ich auch schon seit vielen, vielen Jahren, aus der Zeit, wo wir noch oft in Polen und so waren und den dort interviewt haben, ist wirklich ein super cooler Typ. Ja. War dort viele Jahre lang auch Champion bei KSW, aber ist halt, seitdem er in der UFC angekommen ist, irgendwie so richtig werde ich mit dem da nicht mehr warm. Hat jetzt zwar auch irgendwie 4 Siege, glaube ich, in Folge Tut sich ein bisschen geholt, schwer. aber alles so über Punkte und er kommt nicht so richtig aus sich raus. Er macht nicht das, was man so von früher vielleicht noch irgendwie von ihm kennt. Da hat er ja einen Kampf nach dem anderen durch Submission geholt. Jetzt geht es immer Ja. viel über die Zeit und sind auch mal knappe Kisten bei. Ja, richtig, aber trotzdem Blachowicz ein absolutes Urgestein Ja, des ohne Frage. europäischen MMA, einer, der das polnische MMA überhaupt mit erst auf die Karte gebracht hat und einer, der immer für einen guten Kampf gut ist. Und mit der Paarung, also kann man schon echt sehr, sehr gute Kämpfe erwarten. Dann im Co-Main-Event Schwergewichts-Action, ganz klare Geschichte, Stefan Struve gegen Marcos Rogerio de Lima, also Naja, auch ein ein. Must-Win-Fight eigentlich für Struve, ne? Also ich Ja. sag mal, der de Lima ist ja einer, der im Prinzip, ich will mal sagen, ein etwas zu groß geratenes Halbschwergewicht ist. Ja. Also hat ein paar Mal Halbschwergewicht, glaube ich, auch sogar gekämpft. Hat jetzt den letzten Kampf wieder dem ersten im Schwergewicht gemacht. Den hat er auch dann gewonnen, wo er immer Probleme hat beim Gewicht machen. Aber der ist eigentlich einer, den musst du schlagen, wenn du weiter oben dranbleiben willst, weiter relevant bleiben willst. Denn für Struve, da gab es jetzt erstmal 3 Niederlagen in Folge, Ja. gell? Gegen Alexander Volkov, Arlovski und Marcin Tybura. Also wenn er das Ding nicht gewinnt, am Samstag, dann ist der Ofen auch, glaube ich, erstmal aus, was die UFC angeht, oder? Kann gut sein, dass die UFC sich von ihm trennen wird. 4 Niederlagen in Folge, das machen, können die wenigsten verkraften. Ja. Er hat natürlich auch ein bisschen was für die Company gemacht, so Stefan Struve, der hat auch, war lange dabei, hatte auch viele gesundheitliche Probleme. Da gab es mal irgendwie Probleme mit seinem Herz und so. Also ich mag Struve, ich habe den schon live gesehen in Holland, als der noch nicht in der UFC war und habe gedacht, okay, wow, dass der nicht in der UFC ist, ist krass. Also geiler Typ auch, auch so einen sehr spannenden Kampfstil. Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt es euch gerne an. Gute Fightcard finde ich, insbesondere für eine europäische Karte. Und Mega gut. Also, die Leute schimpfen ja manchmal so ein bisschen über die Fight Nights, das sei langweilig, aber meistens werden das vom Entertainment-Faktor her die besseren besten Kämpfe. Cards ohne Scheiß und Gian Villante ist mit am Start, auch Brecherkampf gegen
Sag mal du den Namen vom Gegner, bitte. Michal Olejczuk, glaube ich, oder so Genau. heißt er, der Kollege, der, glaube ich, sogar sein UFC-Debüt gibt, wenn ich mich nicht irre. Zumindest noch ein unbeschriebenes Blatt dort ist. Das ist auch ein Kampf, den muss Vilante einfach gewinnen. Vilante ja einfach ein Fun-Fighter, der immer irgendwie ein K.O. sucht, aber halt dadurch natürlich auch öfter mal den Kürzeren zieht. Aber der Kampf, auf den ich mich eigentlich am allermeisten freue auf dieser Karte, ist John Dodson gegen Piotr Jan. Piotr Jan bin ich Riesenfan von. Der Typ ist absolute Granate und hat jetzt auch einen Haufen Siege in Folge. Ich weiß gar nicht genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siege in Folge, 3 davon in der UFC. Der Typ ist die absolute Maschine. Und John Dodson, also ich meine, wer den kennt, weiß, der Typ ist halt immer in Ja, Bewegung, immer Action, immer irgendwelche so spektakuläre Scheiße. Der Typ ist, Videospiel-Charakter ja, eigentlich. also das wird, glaube ich, ein richtig fetter Kampf, Bantamgewichtsduell. Also definitiv geile Karte. Ich weiß gar nicht, wer das Ding kommentiert. Der Hacke noch auch nicht, oder? Der macht mit dir zusammen Bellator. Hackl und ich machen Bellator, dann machen es wahrscheinlich Valandi und Dennis. Dennis Pötsch, diese glücklichen Hunde. Ja, wobei, aber die Bellator-Karte, lass mich ganz kurz noch was zu der sagen, denn klar, Main Event ist James Gallagher gegen Stephen Graham. Ist, auch wenn ihr jetzt nicht sofort vom Stuhl fallt vor Begeisterung, Gallagher ist ein krasser wird Typ. ein geiler Kampf, Ja. glaubt's mir. Es gibt auch so ein paar andere geile Kämpfe auf der Karte. Ich persönlich gucke natürlich insbesondere auf den Kampf, der auf der Undercard stattfindet. Nämlich mein guter Freund Ruben Crawford wird Ja. kämpfen und gibt da sein Bellator-Debüt. Ich hoffe, dass er das erfolgreich bestreiten wird. Erzähl mal ein bisschen, Ruben hat sich in Irland vorbereitet, oder? Im Gym von McGregor, Genau, im im SBG. SBG-Gym, da hat er jetzt schon länger einen Kontakt zu. Ich habe mal einen kurzen Ausflug ins MMA-Management gemacht, Ja. tatsächlich, und habe Ruben da ein bisschen geholfen bei Fight-Bookings und so weiter und so fort. Habe aber dann irgendwann gemerkt, das ist A, zu viel Arbeit für mich und B, auch einfach ein B, furchtbar. kannst du es auch nicht? Das kommt oben drauf und es ist ein unglaublich undankbares Business, das kommt noch oben drauf. Ruben aber auf, also sowieso einer der feinsten Menschen, die man treffen kann auf diesem Planeten und hat in der Nähe zu Irland ohnehin, weil er gerne karierte Sachen trägt und aus anderen Gründen, aber hat gesagt, ey, kannst du da nicht einen Kontakt Er herstellen? hat ein. Was? Weil er karierte Sachen gern trägt? Nein, das, also er hat eine Freundin, die auch aus Irland kommt Okay. und das macht da total Sinn und hat da auch irgendwie auslandsmäßig noch irgendwie von Auslandssemester in seinem Studium gemacht. Also hat Sinn gemacht für ihn, nach Irland zu gehen. Wie alt ist Ruben jetzt? Man denkt immer, der ist schon so alt, weil der schon seit 100 Jahren kämpft. Nee, der ist ein junger, smarter Typ. Hat jetzt, glaube ich, auch 29 Jahre Psychologie alt. zu Ende studiert, also Nice, okay. auch super intelligenter Typ. Psychologie oder Sportpsychologie? Nee, tatsächlich Psychologie. Cool. Psychologie. Das wäre auch mal ein Gast für den Ja, Podcast. den müssen wir auf jeden Fall dazu holen, weil Ja. der ist jetzt keiner, der laut schreit, Nee, aber ein total aber interessanter Gesprächspartner. super Gesprächspartner, mega lustig auch, wenn man mit dem abhängt. Also ich hatte legendäre Zeit mit ihm und Jonas Bildstein zusammen in San Diego. Naja, und einer, der halt auch ein paar Geschichten erzählen kann, weil der war halt auch Ja. schon trotz seiner ersten 29 Jahre in der grauen Vorzeit schon mit am Start und hat da Kämpfe gemacht. Ja, Wann hat er den ersten Kampf Outsider Cup bestritten? 9 ist 2008. 2008, ja. Alter Schwede, ja, das ist schon ein paar Jahre her. Nee, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, und erzähl, wie war das in Irland? So? Genau, da ist er halt zum SBG-Gym gekommen, da habe ich den Kontakt hergestellt und die haben gesagt, ja klar, schick den vorbei. Und seitdem trainiert er da und ich bin sehr gespannt, ihn zu sehen, weil er auch schon lange nicht mehr gekämpft hat. Sein letzter Kampf war jetzt im Oktober 2016 gegen Mohamed Grabinski, den wir ja auch kennen, unter anderem von GMC. Den hat er auch gewonnen, hat drei Kämpfe in Folge und ohnehin von seinen, ja, also er hat ja eine extrem gute Bilanz. 16 zu 3 ist ja Ja, schon gegen eine starke Leute Mörderbilanz. vor allen Dingen auch. Also wenn man da nochmal Genau. reinguckt, der hat wirklich extrem gute Leute gekämpft. Wie gesagt, Grabinski, Leichtgewichtschampion bei GMC. Musa Jankubajew, extrem starker Typ gewesen zu der Zeit, vor allen Dingen damals. Also da hat er schon ein paar starke Leute vor der Brust gehabt. Ja, und Und ja, also international auch viel gekämpft. Also. genau, also sein Bellator-Debüt, ich hoffe, dass er sich da gut schlägt. Vielleicht gibt Was es ist ja das für ein noch Gegner? Walter Gahadza, heißt der gute Mann. Ist ein. Ja, bei Bellator im Vorprogramm, das ist immer so, da weiß man immer gar nicht genau, was sind Aber das für ist halt auch ein Leute. bärenstarker Engländer, ähnlich gute Bilanz, ne? 17-3, hat allerdings jetzt seine drei Niederlagen kommen aus den letzten vier Kämpfen. Also hatte drei in Folge verloren und dann jetzt einen gewonnen. Ist auch witzig, der kam mit drei Niederlagen in Folge bei Berma, kam er zu Bellator. Ist Bellator. auch spannend, hat dann da aber via Submission gewonnen. Auf jeden Fall physisch auch ein mega starker Charakter und ein Finisher tatsächlich. Also hat von seinen 17 Siegen nur viermal nicht vorzeitig gewonnen. Muss man schon sagen, ist schon ziemlich eindrucksvoll.
Trotzdem, ich glaube, ich räume da Ruben eigentlich in jedem Kampf gute Chancen ein, weil der ist mega stark. Für alle, die das gern verfolgen möchten, also das Vorprogramm von Bellator gibt es auf keinem deutschen Streaming-Service irgendwie zu sehen, also weder bei RunFighting noch bei DAZN oder sonst wo, aber das Ganze gibt es kostenlos zu sehen in der Bellator-App, die kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Neulich hatte ja Daniel Weichel dort auch mal einen Vorkampf bestritten, also völlig geisteskrank, nachdem er erst einen Titelkampf hatte, der nächste Kampf dann im Vorprogramm, konnte man aber auf der App wirklich hervorragend schauen, also ladet euch die Bellator-App runter und dann könnt ihr Ruben dann auch sehen am Wochenende. Ja, und Sebastian Hackl schreibt hier jetzt nochmal gerade, er hat 20 Seiten zur Vorbereitung gemacht. Wir kommentieren den Event gemeinsam auf DAZN. Die Unterhosengrößenkette sogar. Ja, also das muss man mal sagen, Sebastian Hackl, wer den Jungen mal nicht kennt, also erstens mal einer der sympathischsten Typen überhaupt und der akribischste Kommentator, die es gibt, also der kommt tatsächlich zum Kommentieren mit so einem Ordner, ohne Scheiß, so einem Ordner, zu Ja, den kompletten für Kämpfern, wo er jeden dann Event. für jeden Nicht Event, immer mit also demselben, der ne? macht quasi nicht den Kranio, Andreas Kranjotakis ist das genaue Gegenteil. Der kommt an, klappt den Laptop auf und sagt, okay, wer kämpft heute und guckt sich die Ich habe alles hier. Shadow-Bilanzen an. Und der Sebastian Hackl, der hat so einen Ordner. Also tatsächlich, wenn ihr da Fragen habt, schreibt den Hackman an. Der gibt euch auf alles eine Antwort. Selbst die Ja, oder Blutgruppe schaltet ein und und. hört es euch zu. Schaltet ein und hört es euch an, so rum. Ja, könnt ihr natürlich auch machen. Also, Fahrplan ist klar. Heute 13:30 One gucken mit dem Herrn Kranjotakis. Morgen 18:30 etwa Infusion gucken auf Mit wem? RunFighting. Wer das macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht der Matthias Preuß oder so. Ich weiß nicht genau, wer Ich das dachte, du kommentiert. würdest es machen, deswegen Nee, habe ich ich jetzt so mache das gefragt. tatsächlich nicht. Zumindest weiß ich von nichts. Nee, ich mache morgen Wheel of MMA. Also noch was Ah, anderes. die gibt es ja auch noch, Die gibt es ja. auch noch. Also Riesenkampfsportwochenende. Ja, und dann in der Nacht, ich glaube ab 23 Uhr kommt UFC. Die machen das mit Tape-Delay, glaube ich, ne? Wegen Jugendschutz. Und dann in Genau. der Nacht Bellator. Also im Prinzip nichts vornehmen fürs Wochenende. Die ganze Zeit Kampfsport angesagt. Und jetzt diese Woche am Sonntag kein Podcast, kein Schlagwort-Podcast. Nee. Aber sagen wir mal so, ab Mitte März wollen wir es wirklich wöchentlich immer sonntags machen, damit ihr euch auch auf uns verlassen könnt. Dann auch mit richtig gutem Look, richtig gutem Studio, mit Gästen, mit allem Pipapo. Zwischendurch machen Gehe wir bestimmt auch nochmal eine Sendung. ich von aus. Nichtsdestotrotz, Nach UFC 235 würde ich einfach mal ja sagen, das ist genau. ja dann bald. Lasst uns das auf jeden Fall. Wir haben ein Date, UFC 235. Danach machen wir auf jeden Fall eine Sendung und ab März könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir es regelmäßig machen. Schickt uns auch eure Fragen, schickt uns irgendwelche Anregungen, Themen, sagt Lob, uns, wo Kritik. wir Blödsinn gesagt haben, also Hauptsächlich ist das ja der Fall. einige von uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr euch beteiligt, dass ihr einschaltet. Sharing is caring. Teilt das Video, abonniert den Kanal, lasst uns Likes da, alles, was uns irgendwie hilft. Hilft dann am Ende auch euch, weil umso größer und besser können wir das Ganze hier machen. Mir So macht ist es es. mega Spaß, auch wenn du mit dabei bist. Es ist ja immer irgendwas, ne? Also, Ja, es gibt überall einen irgendwas ist ja immer. Haken. Ja, gebe ich gern zurück. Es hat mich gefreut, heute mit gefärbtem Bart und so weiter, das volle Programm. Ja, du hast dich wenigstens schick gemacht für die Sendung, ne? Im Gegensatz zu mir. Ich komme hier Mir wurde vorgeworfen, dass mit ich der. bei der letzten GMC-Veranstaltung ein bisschen wie ein Holzfäller aussah. Oder wie jemand, der gerade seine Ritterrüstung auf Seite gelegt Ja, hat mit bei diesem einem asozialen Shirt. Das Mittelalter. stimmt. Es ist übrigens was meine Frau sagt auch immer, meine karierten Shirts gehen nicht. Nee, das stimmt Ich glaube, ich wirklich. muss die mal aussortieren. Ich werde einfach die nächste Veranstaltung oben ohne Wir moderieren. waren mal damals noch zu alten GNP-Zeiten, also die Oldschooler unter euch kennen GNP mit Sicherheit. Das ist ja das größte deutsche Ja, müsst ihr auf jeden Fall. MMA-News-Portal. Ground and Pound. Ground and Pound, Digga. Und wir waren früher sehr, sehr viel Ground and unterwegs und ich war mit Pound. dem Kollegen Elias Stefanescu unterwegs in Rumänien und haben eine Veranstaltung gecovert und der hat auch immer dieses karierte Hemd angehabt, bis der Chef von GNP Willi irgendwann schrieb: Digga, was hat Elias für ein Shirt an? Das sieht aus wie eine Tischdecke. Und da muss ich jedes Mal dran denken, Ja. wenn ich dich mit diesem karierten Shirt sehe. Aber. Du kannst auch anders, wenn du möchtest, ne? Haben wir gesehen Ja, es ist schon. mein Tooltime-Gedächtnis-Shirt. Ja. Machen wir nicht mehr jetzt. Ja. Ich werd unifarben sein. Ja. Oder oben ohne. Lassen wir uns überraschen Ja. bei der nächsten GMC-Veranstaltung. Wie gesagt, GMC, nochmal als Hinweis, 23. März wird eine geile Fightcard und Es gibt ich noch freue Tickets mich auf drauf. eventim.de für diesen Event. Das ist noch nicht ausverkauft. Aber müsste es eigentlich dann irgendwann auch mal sein, weil die Card ist der absolute Kracher, haben wir schon Ja. gesagt. Drei Titelkämpfe, jeder davon super, super spannend. Und ja, große Sachen, die da noch in Zukunft kommen bei GMC. Ja, okay, let's fucking do it. Ich muss schon wieder ins nächste Studio, denn One läuft gleich und wie du schon gesagt hast, ich bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet.
Stimmt nicht. Ich habe mich natürlich hervorragend vorbereitet. Werdet ihr gleich hören. Also Ja. schaltet gleich ein. One auf Run Fighting. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich verabschiede mich. Ich habe schon die Hoffnung aufgegeben, dass ich die letzten Worte habe. Deswegen, Marc, bitte verabschiede unsere Zuhörer. Macht's gut.